Merkt ihr, ich bin der Tank und er ist der Sniper im Hintergrund hier. Der Tank. Naja, ich schluck alle Salven, weil ich zu doof bin zum Ausweichen. Oh, fick dich. Solange die Salven halt einziger sind, was du schluckst. Oh, ist das herrlich. Also, die Sprüche kommen halt gut, muss ich sagen. Also, wir sind so bei 22 Uhr noch, aber es geht. Ja, ich ist schon echt in Ordnung. Also im Moment gibt es noch keinen Grund, das Ganze hier als FSK 18 einzustufen. Nee, wir sind noch bei 16,5. Abgesehen von den explodierenden Köpfen. So, ich renn mal wie ein Bescheuer davor. Mach es, Tank. Ich weiß immer noch nicht, wie ich dich nenne. Tank und... Wie nennen sich diese Einheit nochmal? Der eine ist der Tank, der andere ist der... Ranged DD. Okay. DD. Ich nenne dich jetzt DD. Was macht der denn hier für ein... Oh, wie heißt das Ding, wo man unter der Stange durchtanzt? Limbo. Der hat sich voll hoch zurückgebeugt. Ey, guck mal, wie geil ich mich zurückbeugen kann. Und dann renne ich erst auf euch los. Kennst du den Film Lambok? Nee. Mach da einen Bock Limbo. Nein, ja, pass auf, Lambok ist so ein Film mit so zwei Typen, die haben eine Pizzeria. Und die verkaufen aber diese Pizzeria Drogen. Also da die Leute rufen an, bestellen eine Pizza und die legen dann so ein bisschen Dope mit auf die Pizza drauf, eine Salami drüber zur Tarnung und liefern das halt so aus, ne? Ja. Und da spielt halt einer mit, der hat Tourette. Und der rennt da immer zwischendurch mal so das Bild praktisch und flucht ein bisschen rum. Und jedenfalls gibt's da so eine Szene, wo da so ein Typ voll die Alte wegpimpern will, weißt du, und dann geht's die Tür, kommt der rein und der nur so: Ey, ihr Fatzenlimbo! Scheiße! Und macht die Tür dazu. Hast du den noch nicht gesehen, den Film? Nee, noch nie von gehört. Der ist geil, echt. Also ich hab den auf DVD hier, den müssen wir uns mal reinziehen. Alles klar. Ist auch schon was älter. Der Film. Hat er wahrscheinlich selber gedreht in der Hauptrolle. Ein Home-Video. So, ist hier oben jetzt noch was Sinnvolles oder spielen wir jetzt hier Limbo? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, aber wir sollten jetzt ernst der Lage zurückkommen. Wir sollten vielleicht zu dem Weg gehen, wo wir vorhin nur drauf gestarrt haben. Aber ich hätte auch wieder schwören können, dass hier ein Emblem irgendwo ist. Ach so. Das ist halt mein Problem, verstehst du's? Das ist das Problem der Menschheit. Verstehst du die Problematik? Ja, das ist eine faszinierende Problematik. Aber hier geht's ja auch nicht weiter, hier waren wir ja. Hier geht's auch nicht lang. Wir können ja nur da lang. Wir haben doch vorhin auf die Treppe runtergestarrt, oder nicht? Ah, ne, hier. Nee. Du hast recht. Wir haben, gerade wo du von Lambok angefangen hast, haben wir auf diese Treppe gestarrt. Du bist dann irgendwie aus Lust und Laune zurückgelaufen. Nee, ich nicht. Oder die ganze Zeit auf Schäfers Arsch gestarrt. So. Du Sau. Ich mach sowas nicht. Ist ja nicht so, als würde er mir vor dem Gesicht rumwackeln. Treppen laufen, ein bisschen was für die Arschmuskeln tun und dann geht's weiter. Erstmal einen Schluck Bier trinken hier. Prost, DD. Ich glaube, Bier DD ist passender. Tank. Das sind jetzt unsere Gamer-Spitznamen hier. Bier DD und Tank. Bier DD und Limbo Tank. Ach so, jetzt muss einer nach unten. Wer möchte das übernehmen? Es ist gefährlich. Ja, ich laufe auf beiden Seiten gleich, also. Okay, wo geht's runter? Warte mal, komm mal kurz her. Machen wir erst mal hier Inventarcheck. Pistolenmunition. Würde ich dir gern geben, aber will er nicht. Ach ja, ich habe den Stack voll, ne? Dein Stack ist voll. Aber warte mal, ich könnte. Nee. Geht das? Der Nade Launcher? Ach, lassen wir es jetzt einfach mal so. Ich gehe nach unten. Passt das? Alles klar.
Ich hab, genau, ich hab nämlich den. Den Nady. Also, du ziehst an der Strippe hier. Ich zieh an dem Seil, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ich glaube hier lang. Oh, hier ist noch eine Truhe. Seht ihr, der wollte die nur ohne mich plündern. Ich kann sie nicht mitnehmen. Hat mich einfach abgestellt. Was ist denn da drin? Blendgranaten für den Nade Launcher. Oh. Das ist das einzig Doofe beim Nade Launcher. Aber irgendwie hast du sie jetzt doch mitgenommen. Ja, weil ich jetzt eine Kugel entsorgt habe. Ah. Das Doofe ist, dass jede Munition ihren eigenen Slot hat. Aber dafür gibt es eine Menge unterschiedliche Munitionsarten. 5 Stück, glaube ich. Was mal? Feuergranaten, normale Granaten, Eisgranaten? Ja, dann, Moment, was hab ich, was haben wir jetzt gesagt? Feuer, die normalen Granaten und... Elektro gibt's da noch, wa? Genau, Elektro gibt's noch. Was ist denn, wenn die mich jetzt grabben, wenn ich hier alleine bin? Dann hast du ein Problem, lass dich besser nicht grabben. Scheiße. Wir haben nur noch gar nicht an der Strippe gezogen. Muss ja auch. Wo kommst du denn her, mein Freund? Was ist denn das für ein Blödsinn? Was denn? Ich sterbe. Was? Ich, das ist irgendwie voll verbuggt jetzt im Moment gerade hier. Also ich sehe dich nicht. Ich würde dir gerne helfen, aber... Nee, du kannst mich auch nicht sehen. Ich bin unten, aber das war irgendwie ziemlich buggy. Ich hatte gerade... Also bei mir lief's richtig sauber. Ja, bei mir lief's auch sauber, aber ich habe auf einen Mob geschossen und ich habe den irgendwie nicht getroffen. Und das lag jetzt nicht an schlechtem Aiming oder so. Wer weiß, was du so in deinen Drink getan hast. Flüssiges Koks. Naja. Seht ihr, jetzt habe ich voll geglänzt und er fällt direkt. War ja klar. Rahmen dir den Tag im Kalender ein. Nein, du darfst jetzt auch 7-mal sterben und dann kriegst du Ärger. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, dass das gerade von dir kommt. Ey, komm, Quicktime-Events sind nicht gerade ein Zeichen von Skill. Warum bin ich denn jetzt auch unten? Hä? Weil du gefailt hast. Nee. Ach so. Ja, warte. Hier ist noch was für mich, hier ist noch was für mich. Ja, Alter, du spammst uns gerade zu hier. Ey! Shut up! Motherfucker. Ja, Shevas Muskeln sind ein bisschen angespannt hier. Ja. Antworte doch einfach mal. So kannst du nämlich schöne Dialoge führen. Total schön. Also ich bin verzaubert. Stopp endlich, Mann! So, jetzt schießt nicht mehr durch die Gegner durch. Nee, bis jetzt trifft nur alles. Eigentlich könnte ich ja jetzt auch runter. Ah, nee, kann ich nicht. Muss ja noch ziehen. Schade, ich hätte dir beinahe helfen können, aber war ich zu langsam. Ich sehe wieder nichts, was ist das für ein Müll, ey? Warte mal gerade, ich gehe mal kurz ein Stück an Seite. Ah ja, ich helfe dir mal. Bei dir sind irgendwie die meisten. Ich sehe, dir hängt ganz schön was am Arsch da hinten. Nee, gar nicht. Das sieht nur so aus. Ich komm mal kurz hoch. Ich vermute, dir sehnt es nach Heilung. Oder nach einer Atombombe.
Scheiße, Sheva! Fail. Das hast du extra gemacht, damit du nicht teilen musst. Ja, ich teile so ungern. Deshalb spiele ich auch Koop. Nee, dann wäre ich ja Andi. Wenn der Koop spielt, heißt das, ich renn vor. Tschüss. Njo. Habe ich noch ein Entschädigungsgeschenk für dich? Ja. Wahnsinn, ganze 7 Kugeln. Ey, komm, die können eher das Leben retten als ein Erste-Hilfe-Spray. Vor allen Dingen, wenn du es benutzt, ja. Stell dir vor, der Motherfucker steht vor dir und du hast 0 Kugeln und nur ein Erste-Hilfe-Spray, dann bist du am Arsch. Würdest du jetzt bitte nach oben gehen und die scheiß Kordel betätigen? Dann warum bist du denn überhaupt erst nach oben gekommen? Das nennt man taktischen Rückzug. Naja. Akzeptiere ich mal. Shut up, you motherfucker! Gott! Ich glaube, das findet er echt noch geil. Mhm. War das jetzt die letzte Kurbel? Nee, eine kommt noch. Denk dran, oben den Edelstein mitzunehmen an dem Ding, ne? Gerade so. Ach ja. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass jetzt noch ein Bossfight kommt. Gut, dass ich dir das erste Hilfsspray gegeben habe. Hier ist Black Panther Munition. Ja, das ah, Granaten die, für dich. Genau, das sind diese Granaten. Die Flashbangs müssten das sein. Das ist ja voll genial. Da hast du ja voll, quasi voll den Anti... an die Parasitenwerfer gerade und den Flashbangs. Warte. Seht ihr? Er ist nicht nachtragend. Nee. So, wo geht's jetzt? Wo geht's jetzt mal dran? Kurz die Granaten bitte. Ja, na klar. So, die kann ich mich auch direkt mal verbinden. Jetzt müssen wir hier rechts rum. Hier ist die letzte Statue. Und ich kann dir sagen, es kommt ein Bossfight. Okay. Da meinst du von wegen Magnum, ja? Oder geht's auch ohne? Es macht mehr Spaß, wenn man die Magnum benutzt. Alles klar. Man muss ihn nicht zwangsläufig angreifen. Man kann auch vor ihm wegrennen. Dann wird wieder ein Quicktime-Event getriggert. Aber das machen wir ja nicht, weil wir sind ja Pros. Man kann das Quicktime-Event umgehen, wenn man richtig kämpft, ja? Genau. Okay, das finde ich cool. Wenn du richtig kämpfst, was aber auch unbedingt einfacher ist. Und den haben wir schon mal gesehen jetzt, den Boss. Großartig. Denn einfach so zum Ausgang gehen ist nicht. Oh nein. Irgendwo lag auch eine Mine rum, aber die konnte ich nicht aufnehmen. Ja, die habe ich aufgehoben, ist schon okay. Wichtig ist, wir dürfen nur nicht aus diesem Raum rauslaufen. Ach so. Okay. Boah, was, das gibt's doch nicht. Ist der buggy gerade oder was? Ja, aber irgendwie ist das Zeug nervig. Vielleicht mal ein bisschen in Bewegung bleiben erstmal. Mhm. Nicht so nah an ihn rangehen. Nicht aus diesem, aus diesem Raum raus. Nee. Hast du getroffen? Jetzt. Nice. Einmal in meinem Spiel. Ich leg, nee, pass auf, weißt du was? Ich leg jetzt eine Mine hier hin und dann machen wir. Oh. Dann machen wir das auf die reguläre Methode, würde ich sagen, oder? Ja, ist besser, wenn du es schon hast, ja. So, jetzt müssen wir nur noch zu mir hinlocken. Zu dir, ja? Ja. Dann gibt's Magnum Power, Bitch. Ah, wieso retten wir einfach und vorbei? So, jetzt on Feuer. Oh ja. Jetzt gibt's was auf die Weichteile! Ja, das war's schon.
Gute alte Magnum. Ne? Auf die Dauer Magnum Power. Oder war der schwächer als der erste, weißt du das? Kann ich mich nicht mehr so dran erinnern, aber es müsste. Wir sind auch um einige stärker geworden, sag ich mal, seitdem. Genau, das ist es. Ich denke mal, der erste wird im Prinzip auch nicht unbedingt mehr aushalten, ne? Ja, aber ja, ja. Dadurch, dass du halt jetzt mit der Magnum drauf geschossen hast und wir die beim ersten Encounter noch nicht hatten. Und aufgemotzt ist auch schon. Jetzt kommen wir hoch, oder? Genau, und dieses Quicktime-Event kann man triggern, indem einfach direkt die Treppe hochläuft. Ja. Dann hämmerst du wieder wie wild auf eine Taste, um zu laufen. Und ganz am Schluss hier vor diesem Torbogen musst du eine Taste drücken, damit er dich nicht erwischt, sonst stirbst du direkt. Aber trotz alledem, mir lässt das keine Ruhe, dass hier ein Emblem war. Ach so, scheiße. Ich hab's. Ey, jetzt gibt's nicht, ey. Kurz bevor wir den Raum verlassen, hat der es. Da oben. Es kann auch sein, dass man es erst jetzt gut sieht. Damn, ey. Irgendwer hat mal irgendwo geschrieben, dass man es doch eine Taste gibt oder einen Befehl, dass man auch im Spiel die Sachen verschieben kann. Aber irgendwie, was weißt, verschieben? Na, die Inventarsymbole, dass es wohl einen Knopf gibt, der das macht. Aber irgendwie. Nee. Gab's gerade nichts. Ist egal. Come on! Come on! Roger! Hurry! Hurry! Spaß. The preparations are almost complete. Then we can leave. Good. You know, I was surprised Las Plagas was such a success. When you first arrived, I had my doubts. And now Ouroboros is complete. Your position at Tricell is secured. Oh, I have my eyes set on something much bigger. You'll be needing a partner, right? Someone suitable to join you in your new world? I believe I've proven I'm worthy. You have. The BF thing in your hair. It appears your old friend, Chris Redfield, has come to pay you a visit. Do I sense concern? The plan is in its final stages. I will not tolerate delays. Scuddy Bitch. Yo. Ich glaube, allein durch unsere Zeit hat man kein S-Rank gegen mehr gekriegt. Nee. Who cares? Und dadurch, weil du 5-mal gestorben bist. Ach, als Maul. So, jetzt kannst du die Magnum einmal Kapazität aufpimpen. Schon passiert. Und schon ist sie wieder einsatzbereit. Was hältst du von der Idee, wenn wir mal kurz einen Cut machen, damit ich mal kurz mir was Neues zu trinken holen kann? Können wir gern machen. Wenn wir wieder da sind, haben wir das Management beendet und es geht weiter. Jo, bis gleich. Bis gleich.